Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, wie immer. Wir sind gerade aus der Kaku rausgekommen, beziehungsweise in der letzten Folge. Und ja, werden jetzt erstmal hier ein bisschen was abgeben, ein bisschen was auffüllen. Und dann uns, denke ich, wahrscheinlich wieder in Richtung Goblin Dagger unterwegs machen. Auf den Weg machen. So, geheime Bitte-Quest abschließen. Inventar ist voll, natürlich. Was verkauft man? Goblin König Zepter. Ja, wie gesagt, alle Sachen, wo ihr eventuell drauf bieten könnt. Wirklich viel wert, sind sie meiner Meinung nach nicht. Mir wurde zwar geraten, die eventuell auf plus 3 zu pimpen und dann am Gras im Wald nach und greift nichts an der Abtauer mit seinem Giftstachel an, wenn sie vorbei läuft. Die hatten wir doch, glaube ich, schon, oder? Ja. Und dann zu verkaufen, aber vielleicht mache ich das bei Gelegenheit mal. Momentan komme ich noch nicht dazu. Mal schauen. So, da müssen wir nämlich dann erstmal Steine besorgen und so. Hopp. Gegenstand kann ich verkaufen. Palauer Harkanhaut. Na gut, die können wir wirklich nicht verkaufen. Jan Quest, die denn, was ist das hier? Marktoringe, Guess 1. Welche haben wir an? Kritische Treffer plus 1, Max HP plus C schon. Dann behalten wir die Max HP, ne? Ja. Roboringe. So, aus 1 ist auch Rotz. Damit haben wir hier. Aus 3. In 2. Da haben wir auch was Besseres. Ja, auf jeden Fall. Weg damit. Die Zähne kommen ins Lager. Dann haben wir Horror halbwegs aufgeräumt. Dann können wir auch mal weitermachen. Gucken wir mal, die hier auch ins Lager kriegen wir vermutlich nicht. Ich habe nämlich nicht aufgeräumt. Da rennt ein Drache rum, da rennt noch ein Drache rum. Hier, Keil, mach mal auf. So, die Zähne werden wir wohl irgendwo hinkommen. Aha. Hopp, ja, genau. Das andere Zeug nicht, dann bleibt halt da erstmal. Elru T3, ist das Zeug T3 gewesen? T2. Das ist T3. Ich könnte diese Hose der Erneuerung mal pumpen. Mal gucken. Wenn es nicht klappt, naja. Liegt es nicht an mir, ich habe es nur vorgeschlagen bekommen. Hehe. Hopp, nehmen wir die mit. Und die hier. Mal schauen, vielleicht kriege ich die wirklich verkauft. Ansonsten könnt ihr mir auch ein Gold dafür geben. Sollten natürlich jetzt schon vorherige Angebote da sein. Also die Hose, sollte jemand auf die Hose geboten haben, bekommt er sie. Vorausgesetzt, die überlebt. Trotzdem. Für das entsprechende Gebot natürlich, nicht für ein Gold. So, werde ich weitere Sandpilzköpfe besorgen. Klock. Verbessern. Rose Clary. Aus 10 gestern. Naja, das ist nicht wirklich ein guter. Hatte ich ja gesagt. Ist nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste. So, probieren wir mal. Ja, natürlich kann er nicht gefunden werden, ist keiner da. So, gucken wir mal. Bim, bim, bim. Tatsächlich, plus 1 ist er. Da kann man ja gar nicht glauben. Ja, ich kann keinen von den Hilfsgegenständen finden, weil ich keine habe, Mensch. Luna hat sich eben den Titel sprachlos verdient. So, wenn ich jetzt die Hose verliere, werde ich auch sprachlos. Was zum... Hallo? Was denn hier los? Na gut, morgen noch einer. Normalerweise haben die Glücks-Elru doch eine höhere Chance doppelt zu machen, aber dafür eine leicht verringerte Chance es zu schaffen, dass du... Bumm. Damit haben wir Verbesserung nur fehlgeschlagen. Das heißt, das Ding ist immer noch plus 2. Cool. Dann machen wir weiter. Vielleicht kriegen wir ja ein plus 3 hin. Komm, los, plus 3. Plus 3. Los, und 1. Und? Nein, Mist. Na, aber die Hose ist noch da. Das ist schon mal was fertig. Wenn sie auch nur noch plus 1 ist. Hauptsache ist noch da. So, also wie gesagt, jetzt gibt es eine Hose plus 1. Verteidigung
60 jetzt. Auch nicht schlecht. So, kaufen wir mal hier neue Steine. Die sind nämlich auch fast alle gewesen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal so eins wieder. Hat man eh die lange nicht. Und rennen mal mit einer Fino rum. Ich bin eine Fina, ich bin eine Fina. Guckt mich alle an. Ich bin eine Fina. 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 Lalalalalala. Ich bin eine Fina und ich hau alle tot. Ich bin nämlich ein böser Mensch. Ja, ja. So. Da haben wir was. So. Da hinten daneben. Ja, sieht dort. Ja, der erkennt mich scheinbar auch so. Okay. Quest beenden. Auch nochmal okay. Gucken wir mal, was haben wir für Quests. Was ist das? Zeit für die Mission. Patrouille im Problemgebiet. Schafottplatz. Oha. Nee, Sandratten gibt es doch nicht im Schafottplatz. Also da gab es noch nie Sandratten. Die gibt es die immer noch im Dingsbums. So, Turm von Eifel, das lassen wir sein, weil das ist nur die Quest, wo wir halt nochmal fünfmal rein müssen. Habe ich keine Lust zu. Ach, Santa ist da auch noch da. Und da oben können wir auch noch von Elfenlord Eldris. Senkt den nochmal in aller Ruhe zu Eldris. Ja, tut mir leid, das dauert jetzt ein bisschen länger. So eine Fina ist halt nicht so schnell. Hier, guck mal, da lächle ich. Huhu. Huhu. Hallo. Kuckuck. Naja. Ich weiß. Könnte schlimmer sein. Wir könnten ein Fino sein. Mit dem komischen Hut. Nee, muss nicht sein. Dann lieber eine Fina. Lalala. Guck mal da oben, ich sehe sogar das Bild ist geändert. Hey, cool. So, Goldgeier hat mal wieder geheiratet. Glückwunsch an Goldgeier und Rolinchen. Goldgeier ist ja auch schon ein älteres Spiel, den kenne ich noch von früheren Zeiten. War nicht unbedingt so mein Lieblingsspieler. Wir haben ihn immer Goldeier genannt. Oder, ja, so, ich glaube Goldeier war es. Oder Oldeier, Oldeier. Die Gs haben wir rausgelassen, sowas richtig. So, guter Deal, Quest. Der kriegt mal wieder ein paar. Ja, komm, wieder Uga hauen. Ne, Goblin meine ich, ja. Warum ist nur Stufe 3? Man kann mehr glänzende Dekorationen tragen, warum auch immer. So, wir gehen jetzt in Richtung. Ja, eigentlich das Gefängnis. Lalalalala. Okay, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Der macht Autolaufen. So, die AKS Extreme ist gut. Ja, kann ich bestätigen, da war ich auch schon drin. Ist nicht schlecht. Sind die Event-Pads handelbar? Ich habe noch keins, keine Ahnung. Ich habe nur einen kleinen Bolzen, der hier durch die Gegend teilt. Lalalala. Honeybee, Honigbiene. Schöne Namen. Skywriter. Kann man sich richtig cool schön umgucken, während man hier nicht selber läuft. Nachtkralle ist auch ein cooler Name von Joker. Mein Joker hat auch solche Krallen und heißt Fingernagel. Jo. Auch nicht schlecht, was? Kugel von Sat1 hat sich soeben den Titel Verzauberungskünstler verdient. Glückwunsch Sat1, Kugel. Uns kommt da Kakashi entgegengeritten, den kamen wir doch irgendwoher, ich weiß gar nicht mehr woher. Yuto, das ist gerade nichts. Er hat aber dick eingemummelt. So warm ist es doch, so kalt ist es gar nicht draußen. So, das eingestürzte Gefängnis ist angekommen. In Tor angekommen. Naja, jetzt sind wir sogar durch. Wir laufen mal weiter. Lalalala. So, hier, guck mal, hier die Hakans, die brauchen wir auch. Demnächst. Schoko Bunny hat sich den Titel still verdient. Naja, ich krieg den wohl eher nicht. So viel wie ich quatsche. So, da gibt's Hakans, da sind die Ogre brauchen wir noch nicht. Die Hakans können wir mal bei Gelegenheit mit fertig machen. Nicht gerade jetzt, aber bei Gelegenheit. Wir machen erstmal noch eine Runde Goblin-Lager, weil wir hatten ja jetzt wieder mal ein oder zwei Folgen ohne Goblin-Lager drin. Sprich, zwei Desi-Folgen. Und machen jetzt wieder Goblin-Lager, damit das nicht so langweilig wird. Und da müssen wir halt am häufigsten noch rein. Deswegen gehen wir da erstmal hin. Im Moment müssen wir wahrscheinlich erstmal abgeben noch. Zumindest die Pilze, wenn ich mich nicht irre. Guck mal, hier steht Niki und
Lutis Angel oder so ähnlich. So, Chapman. Komm mal hier, eine Lektion erteilt, ja, Quest beenden. Und jetzt hier, der Konter des Goblin-Königs hat sich ausgekontert. Wunderbar. Haben wir auch schon fast 50% für diese Quest. Jetzt haben wir hier Sandratten, immer noch. Sandpilzköpfe wieder. Und die Goblins. Dann gehen wir erstmal zu den Goblins. Machen wir erstmal die Goblins. Lalalalalalala. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie lange läuft denn so ein Buff? Eine Stunde. Wir sind fast die ganze Folge aus Fina rumgelaufen. Hat da auch was. Man muss das Zeug auch nutzen. Oh, Kugel von Sat 1 hat es auf Verzauberungscode geschafft. Glückwunsch. So, ja, kann ich leider nicht angreifen mit der. Ja, dann muss ich den Buff rausnehmen. Na gut, dann machen wir es halt so. Pö. Okay. Zack. Euch nehme ich alle mit. Alle zusammen. Ein Goblin mehr. Es geht ja relativ schnell. 10 Stück. Das ist Kleinkram. Plupp. 2. Vor allem jetzt, wo die Dinger uns kaum noch was tun. War vor 10 Leveln, wo die uns was getan haben. Mittlerweile sind die eigentlich schon nur noch schwach. Ich freue mich dann schon auf die nächsten. Werden wahrscheinlich die Colts sein. Ich weiß es nicht. Ich habe ja diese täglichen Quests gab es damals noch nicht, als ich bei den Colts war. Aber ich würde vermuten. Entweder die Colts oder die Harkrans. Hoffe ich doch. Bitte keine Ogre. Ich hasse Ogre. Ich hasse Ogre. Sind mir zu grün. Und ja, ich weiß, ich habe selber grüne Haare, aber das zählt nicht. Ich bin nicht ganz so grün hinter den Ohren und so. So, wir gehen da lang. Die Sandpilze, beziehungsweise die Goblinpilze, ja, nur wenn wir zufälligerweise welche finden. Ansonsten wird diese Quest irgendwann aufgegeben. Hab ich keinen Bock zu. Denn erster Sandpilzkopf. Da ist der zweite Sandpilzkopf. Fast zumindest. Hehe. Bim. Ne, kein Sandpilzkopf. Beschiss. Was ist da für ein Rattenmensch? Okay, fall um. Einer von 20. Sandratten, hä? Brauche ich auch 20? Verdammt, ich dachte, ich wäre fast fertig. Ach ja, stimmt, ja, wir hatten ja eine neue Quest angenommen. Dann machen wir die Sand-Redman nochmal. Eben noch 19 Stück mehr. Ich denke, das werden wir auch noch gebacken kriegen. So, kann man hier unten oben runter, Sandratte. Bam. Die Kapis sind auch schon grün. Das heißt, beachte ich gar nicht mehr so großartig. Die bringen kaum noch XP, den hier nehmen wir mit. Ein 46er Sandpilz. Bumm. Smaragd-Ogerringe droppt da keine Sandpilzköpfe. Sauerei. Ich will doch lieber die Köpfe haben. Jetzt rennt die Ratte weg. So, jetzt haben wir da. Da haben wir auch. Wunderbar. Ich mache erstmal die Ratten hier fertig. Und dann gehen wir nochmal zu den Sandpilzköpfen, würde ich sagen. So. Bam. Bam. Fall um. Jetzt aber. Juhu. Umgefallen. Ach, was ist das? Wenn sie da unten rumrennen. Und mich mit ihrem Dasein provozieren. Na, steckst du mal ab. Jetzt genau. Verklickt. Hier, den will ich haben. Den will ich auch haben. Ja, der rennt weg. Plum. Und nochmal. So, Sandpilz-Lizenz. Ein Dreschlevel des Blitzes. Toll. Auch kein Mensch nicht. Geöffnete Karte. Jetzt kann ich den Dreschflügel nicht mehr einsammeln. Vielleicht hat er ja wenigstens gute Stats. Dann könnte man ja vielleicht sogar
weitergeben. Weil vor allem beim Clary ist es ja wirklich so, der braucht nicht wirklich eine besonders gute Waffe. Bei dem reicht da auch eine billige Waffe mit viel aus beispielsweise. So, die Lizenz weg damit. Ich brauche sie nicht. Könnte man vielleicht verkaufen. Pilz magisches Wesen. Mit den Mehrsterne auf der Registrierten. Halt auch das wegen weg. Den Staub hier weg. Das weg. Ein hier sammeln, das einsammeln. Die andere ungeöffnete Karte lasse ich eiskalt liegen. So. Für dich lasse ich auch, wo du bist. Ja gut, jetzt habe ich ihn angeschossen. Jetzt darf ich ihn auch mitnehmen. Jetzt ist der Typ vergiftet. Jetzt rennt er mir ewig hinterher. Nehme ich wenigstens noch die andere Sandratte. Okay. Und dann fällt die erste um. Und ja, die erste Sandratten-Quest haben wir somit fertig.